Ja, Leute, ich bin heute das zweite Mal auf der Bremen Classic Motor Show. Also nicht heute, sondern gestern und heute. Und ich hatte eigentlich alles richtig gemacht. Ich bin mit dem kleinen Wagen hierher gekommen, wo nichts reingeht. Hatte nur einen Fehler gemacht. Ich hatte ein bisschen zu viel Geld mitgenommen. Aber okay, ich bin hierher gefahren, habe mir eine ganze Menge Sachen angeschaut. Und dann bin ich schwach geworden. Es war wieder bei den Mopeden. Als ich sie gesehen habe. Orange. Italienischer Name. Da war es echt um mich geschehen, Leute. Die Vespa Ciao. Der Name schon, der ist so geil. Ciao, diese Lässigkeit. Und so sieht sie, finde ich, auch aus. Sie sieht einfach lässig aus. Früher haben mich die Dinger mit 16 nicht interessiert. Das waren irgendwie so Karren, die langweilig waren, mit so einem Riemenantrieb. Das waren keine echten Mopeds, aber das Problem ist ja das, was damals manchmal scheiße war, das findet man heute richtig cool. Und so ist es mir auch ergangen. Und ich gehe jetzt rein und hole sie ab. Die Vespa. Ciao. So, ich bin jetzt in der Messehalle und es war alles nicht ganz einfach. Ich musste, weil ich ja gestern schon da war und auch die Karte noch von gestern vorweisen konnte, musste ich trotzdem erstmal einen Passierschein bekommen, Pfand hinterlegen. Und jetzt gehen wir zu Herrn Roberto Gionelli, Crazy for Old Bikes. Das passt doch, Leute. Den werde ich jetzt aufsuchen und meine Vespa Ciao abholen. Leute, jetzt geht's zu Roberto. Jetzt geht's zu Roberto. Ciao, Roberto. Wie geht's dir? Alles klar, alles in Ordnung. Ja. Ich bin zufrieden, auch heute zwei Stück weg. Ja, hast du zwei verkauft? Ich bin zufrieden. Bin super. Und nochmal zwei Motor für Moskito. Auch, hast du verkauft. Warum Moskito ist ein normaler Motor, ja. Aber nochmal ein Motor mit Schaltung. Okay. So, wenn du bist in Ampel, ja. Motor immer geht. Okay, verstehe. Du musst nicht gehen mit Pedale. Verstehe. Roberto, wir zeigen den Leuten mal kurz, was du hier für Schätze stehen hast. Ja? Ja. Dann erzählst du mal kurz, was dabei. Zum Beispiel die Bianchi. Komm. Ja, ja. Die Bianchi. Ich habe auch zwei interessante verschiedene Bianchi. Mm-hmm. Bianchi ist gemacht ab Baujahre 50, nach Baujahre 63 yeah. Maximum. Das ist der Junger, mm-hmm. ist Baujahre 60. Maniacal überholt. Ein Spezialist macht für mich so, ja. Und arbeitet in Bianchi 35 Jahre in Firma. Verstehe. Roberto, erzähl mir kurz, was heißt das? Was ist das für ein Name, der hier drauf steht? Name ist Aquilotto. Aquilotto ist der Baby für Adler. Ah, ein kleiner Adler. In Italien, Aquila ist Adler. Ein kleiner Adler. Und Aquilotto ist kleiner Adler. Verstehe. Aber total überholt, mit Originalpapiere, nur ein Besitzer. Ein Besitzer nur? Ein Besitzer. Und ich besitze in Papiere hier. Ja. Persönlich. Da. Fantastisch. Verrückte, maniakale. Und da ist beschildert Baujahre. Tatsächlich. Und Kubik sind zwei verschiedene Motoren für Bianchi. Ja. Das ist der kleine. Das ist 45 Kubik. Ja, 45. Andere ist mehr größer. Okay. Andere ist 49. Ja. Weniger, die Differenz. Aber interessant. Ich finde, der Zustand ist richtig klasse, muss ja, ich sagen. Ja, ja. Und auch einmalig mit der Schwinge hier vorne. Ne? Die kennen Schwinge. Können Sie machen für ein normales Fahrrad so? Ja. Für ein normales Fahrrad. Ja. Man braucht Motor, ganz simpel, mach so. Fest. Klasse. Tolle Sache. Ja, mit einem Rollradantrieb, ein Roll, klasse. Wie bei der Velosolex. Aber so mehr stärker als Velosolex. Ja. Und mehr stabile. Mehr genau. Stabil, mehr stabil. So, aber jetzt, Roberto, gucken wir uns die Vespa Ciao an. Ja. Vespa Ciao. Ciao ist Baujahre 74. Ja. Aber das Modell ist Variomatic. Nicht viele Variomatic bei uns in Italien. Nein? Interessant. Wegen der Berge oder warum? Ja, das, darum so. Warum ist mehr stärker für die Berge? Geht gut. Mhm. Und
Hier auch interessant, total überrollt. Total überrollt. Mhm. Ohne Spar, verstanden? Ja, mit Originalteilen. Ich hoffe, sie läuft nachher auch, Roberto. Ne? Ich packe sie gleich in den Kofferraum und zu Hause werde ich es ausprobieren. Sieht super aus. Wann kommen Sie in Juni in Bockhorn? Bitte schon mal mir deine Foto. Bitte. Ich komme nach Bockhorn. Ja, danke, ne? Dir, danke dir. Roberto, wir machen das. Gut, danke. Ciao. Danke.